Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Was uns in den letzten Tagen alle wirklich berührt hat, das sind die schlimmen Ausschreitungen in der Innenstadt von Stuttgart. Seit vielen Jahren erleben wir, wie immer wieder Gruppen von Menschen, wie gegen die Stimmung gemacht wird. Also Rechte hetzen gegen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Da kommt es nicht nur zu verbaler Gewalt, da kommt es zu tätiger Gewalt. Und jetzt plötzlich wird Stimmung gegen Polizisten gemacht. Die werden als Müll und Abfall bezeichnet, sogar in Zeitungsartikeln. Und dann kommt es wegen einer Routinekontrolle plötzlich zu riesigen Ausschreitungen. Das ist nicht in Ordnung. Hören wir endlich auf damit, Menschengruppen zu stigmatisieren, gegen die Stimmung zu machen und damit ein Klima der Gewalt auszulösen. Das gilt insbesondere für Polizistinnen und Polizisten, weil die verteidigen unseren Rechtsstaat und deshalb haben sie Anstand und Respekt verdient. Ein anderes Thema, wo man sich nur an den Kopf fassen kann, ist Wirecard. Also ihr habt es vielleicht mitbekommen. Da ist ein börsennotiertes Unternehmen, ein DAX-Unternehmen, und dann verschwinden plötzlich 2 Milliarden Euro. Und das ist ja kein Luxusproblem, sondern Menschen sparen ja über Aktien. Auch viele private Altersversorgungen arbeiten mit Aktien und plötzlich verschwinden da 2 Milliarden Euro. Jeder kleine Kreditnehmer muss einen kompletten Striptease machen bei seiner Bank. Kleine Finanzanlagenvermittler sollen demnächst von der BaFin überprüft werden. Da verschwinden nochmal 2 Milliarden Euro. Wir wollen wissen, ob die Aufsichtsbehörden da gepennt haben. Apropos Geld. Viele Menschen haben ja die Sorge, dass sich viel Geld in große Macht auch hier im Parlament niederschlägt, weil damit Lobbyism finanziert wird. Und erstmal, glaube ich, muss man ganz klar sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Branchen, Idealvereine, NGOs sich an das Parlament wenden, weil wir müssen ja miteinander sprechen. Es gehört zur pluralistischen Gesellschaft dazu, dass es dort Interessenverbände gibt, die mit Parlamentariern sprechen. Aber wir brauchen Transparenz. Deshalb wollen wir ein Lobby-Transparenzregister, wo auch drin steht, wie Lobbyaktivitäten finanziert werden. Wenn man weiß, wo das Geld für die Aktivitäten herkommt, dann kennt man auch die Interessen, die dahinter stecken. Und eine solche Transparenz ist die beste Spielregel für sauberen Parlamentarismus. Und das ist unabhängig von Philipp Amthor einfach ein wichtiges Thema.